Hallöchen und willkommen zurück zu Endzone. Ich hoffe, wie gesagt, dass wir das in dieser Folge vielleicht etwas besser geregelt bekommen mit den Schutzklamotten, damit die hier endlich nicht mehr kontaminiert sind. Das wäre schon mal ganz gut, weil es kommt ja hier eigentlich nur noch kontaminierter Regen oder halt Dürre. Das ist irgendwie blöd. Aber das kriegen wir schon hin. Ich würde sagen, ich drücke hier gleich mal wieder auf Play. Und wir können mal gucken. Wir haben ja jetzt auf jeden Fall mehr Leute wieder. Auch wieder ein bisschen mehr Essen. Hier hinten auch unsere Kartoffeln, die abgeerntet werden. Ich würde dann einfach schon mal noch einen Schneider bauen, ne? Wie ich es schon erwähnt hatte. Dass wir halt einfach noch die Halstücher halt herstellen können, ne? Das wäre schon mal ganz gut. So, die Jagdhütte ist hier hinten eigentlich ganz gut platziert, ne? Also der hat hier echt oft die Rehe rumlaufen. Das ist echt praktisch. Sehr, sehr gut. Vor allem so. Was fehlt denn hier? Ein Lehrer. Die Schule ist fertig, oder wie? Noch nicht. Noch ist die Schule nicht fertig, aber man kann den halt schon zuordnen. Das ist auch, denke ich, ganz gut. Wir könnten hier schon mal zwei neue Bauern, damit die sich dann hier um eben dieses Feld kümmern können. Saat auswählen. Ich würde jetzt hier einfach, weil es halt am schnellsten geht, eben Weizen auswählen. Das ist am schnellsten fertig. Wir könnten einmal in unsere Lagerhäuser gucken. Pekernüsse. Ja, kontaminiert. Niedrig kontaminiert. Das ist nicht gut. Aber ich kann halt auch nicht einstellen, dass das abgedeckt wird. Verstehe ich jetzt nicht, warum ich okay. Wir könnten natürlich gucken, dass wir in Auftrag Strahlung entfernen. Bis wir sagen, entfernt die Strahlung. Da. Wenn da halt welche ist. Die Schule wird schon gebaut, das ist gut. Ach, hier stimmt, hier ist noch so ein blöder Schrotthaufen. Okay, die Aufgabe haben wir nicht geschafft. Ja, das ist aber jetzt auch mein geringstes Problem, wenn ich ehrlich sein soll. Was fehlt dir hier schon wieder? Stoff! Na, wer hätte es gedacht. Okay, ich glaube, wir könnten auch den, der mit der Metall macht, der auch Stoff machen lassen. Was ist das hier eigentlich? Arznei. Ach cool, ja, okay. Arznei, das läuft. Die haben wir. Holz haben wir nicht. Das ist nicht so gut. Dann würde ich jetzt sagen, Momentchen mal, ich würde hier wieder abholzen, aufforsten machen. Hier können wieder vier Leute arbeiten, solange wir sie haben. Sollen die das ruhig mal machen? Sollen die Holz abbauen. Das können sie jetzt erstmal hier machen, damit wir wieder mehr Holz kriegen. Das wäre jetzt schon ganz praktisch. Wir müssten vielleicht auch noch mal eine Försterhütte bauen. Die würde ich dann einfach hier hinten hinsetzen. Drehen wir einmal, damit der Eingang nach da zeigt. So. Haben wir da hinten noch eine. Scheinbar brauchen wir noch mal eine Hütte. Das war zu weit gedreht.
Ach, da kann ich nicht hin. Okay, da ist zu viel Wald. So, kommt da jetzt eine hin? Puh, okay. Kein Holz. Ja, war klar. Deswegen brauchen wir ganz dringend hier das Holz. Ich lasse es wieder ein bisschen schneller laufen. Ah, die Schule steht. Das ist gut. Die Schule steht. Ja. Ja. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ach, guck mal, schon wieder Regen. Und ist wieder kontaminiert. Ach du Scheiße, wir haben hier stark kontaminierten Regen. Oh. Oh. Nicht gut. Das heißt nämlich auch, unsere Fische sind dann kontaminiert. Stark kontaminiert. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Aber müsste man doch aber auch irgendwie was haben, wo die... Also ich weiß natürlich nicht, ob das noch kommt. Das kann natürlich sein. Aber einfach, dass man halt allgemein die Stadt irgendwie schützen könnte. Vor dem Regen. Vor dem kontaminierten Regen. Also nicht nur mit Klamotten, sondern halt das einmal abdecken könnte oder so. Kneipe, produziert Bier, Schnaps oder Joints, die von Siedlern konsumiert werden können, um ihre Zuversicht zu stärken. Ja, das wäre vielleicht ganz... wäre vielleicht gar nicht schlecht. Wenn wir hier noch... Okay... Ah, die hier hinten haben alles abgebaut. Arbeitsfeld ändern. Dann können wir mal hier hinten hingehen. Oh, wir haben ganz, ganz wenig Wasser. Wir haben aber auch gerade die Dürre. Ein Brunnen produziert langsam Wasser, sogar während einer Dürre. Die haben jetzt jeweils alle hier nichts zu tun, ne? So, ne, das ist wahrscheinlich... Kräuter sind wahrscheinlich auch von der Dürre umfasst, dass die jetzt nicht wachsen. Sammlerhütte dasselbe, würde ich jetzt mal behaupten. Wächst jetzt halt nicht oder ist eingegangen wegen der Dürre. Na, jetzt regnet's. Und immer blöd. Niedrig, Mittel, Stark. Top. Okay, ja, Wasser ist jetzt halt nicht gut. Brauchen immer noch so viel Schutzkleidung, das ist echt krass. Also, ich meine, sowas wie eine... Also, dass man die vielleicht mal ausbauen könnte oder so. Das wäre ja ganz hilfreich. Wenn wir was lieben, dann durch endlose Müllberge zu wühlen. Einfach klasse. Okay. Gern. Geschehen.
Hatte ich nicht noch einen? Ja, hier hinten, genau. Genau, der macht Halstücher. Das ist gut. Oh, shit. Ah, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Oh Gott. Oh Gott, Leute. Ich hoffe, wir kommen dann auch wieder raus. Das ist sonst eher ungünstig. Nahrung ist niedrig. Wasser geht. Ach, Kacke. Sind die Pekannüsse vielleicht nicht alle komplett verseucht? Was haben wir hier drin? Kräuter. Und das ist... Egal, was eingelagert ist, ist es nicht kontaminiert, aber ich habe halt auch kein Essen. Saison 53. Oh, Mist. Ich habe auch keine Arbeiter hier mehr. Kacke. Nicht gut. Aber ich habe wieder Holz. Wenigstens etwas. Oh, Mist. Mist, 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 Mist. Ach du Kacke. Oh, der stirbt wahrscheinlich in seiner Kontamination. Ich weiß halt auch nicht, was ich jetzt... Also, bis auf die Kleidung, aber ich kann ja nicht 50 Schneider hinsetzen. Also, so viel Stoff habe ich ja dann auch gar nicht. Oder? Also, mache ich was falsch? Habe ich einen falschen Gedankengang irgendwie dabei? Ich weiß es nicht. Ich will mal ganz kurz gucken, welchen Umkreis der hat. Dann baue ich die halt lieber hier hinten hin, die neuen Häuser. Unterkünfte, da. Dass ich die hier hinten halt anfange. Zu bauen. So. Stabile Hütte. Was ist denn der Unterschied? Kann mehr Wasser und Nahrung speichern und Sandstürme besser widerstehen. Ja. Die hält vielleicht auch mal die Dings ab. Und hier müsste auch einer arbeiten. Bier. Ja, Bier ist in Ordnung, denke ich. Für den Anfang reicht Bier. Oder? Kann der? Benötigt Weizen. Ja, ich kann nur Bier machen. Keine Arbeiter mehr. Okay. Ich brauche dringend Essen, mehr Essen. Viel, viel mehr Essen. Oh. Ich
gerade hier nochmal einen Weg irgendwie. So, hier schon mal einen Weg. Okay, das Wasser ist jetzt ein bisschen besser. Es ist zwar kontaminiert, aber wir arbeiten ja dran. Nahrung ist halt aber noch immer ziemlich schlecht. Dann vielleicht noch mal eine Jagdhütte hier hinten hin. So. Hier so dran vielleicht einfach. Guck mal, wir haben Klamotten. Wir haben Klamotten! Wir hatten Klamotten, aber wir haben Klamotten. Ein bisschen zumindest. Also ich finde, man bräuchte irgendwie noch so ein Gebäude, wo man die Leute von der Strahlung befreien kann. Also bis jetzt habe ich ja nur Medizin, so, und das hilft ja nicht gegen Strahlung. Würde ich jetzt mal behaupten. Aber wir sind schon wieder in der Dürre. Das ist nicht gut. Und danach kommt auch gleich schon wieder mittler kontaminierter Regen. Das ist, ich würde jetzt mal behaupten, dass es eher ungünstig ist. Okay, ich baue hier hinten einfach nochmal einen Weg hin. Ist die okay? Ich wollte gar nicht sehen, dass die hier ein bisschen schneller voran, also zumindest da hinten hinkommen, ein bisschen schneller. Nahrung, ich weiß, dass ihr Nahrung braucht. Ich versuch's ja schon, aber irgendwie. Nirgendwo. Irgendwas? Gar nichts? Gar keine Kräuter? Überhaupt nicht? Kann nicht sein. Okay. Jetzt muss erstmal wieder ein bisschen regnen, scheinbar. Okay. Ich habe echt keine Arbeitskraft. Ah, jetzt verhungern sie mir alle weg. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Sie verhungern alle. Und ich kann aber auch nichts machen, damit sie mehr Essen kriegen, als sie mir ja alle verhungern und ich keine Arbeitskräfte habe. Ist doch kacke. Bodenfeuchtigkeit trocken, Bodenstrahlung niedrig. Ja, okay. Es ist nicht so gut. Jetzt habe ich
hier auch schon wieder keine Arbeitskraft. Ah, jetzt habe ich überall keine Arbeitskräfte. Kacke. Okay, wir müssen da irgendwie wieder rauskommen. Okay, vielleicht reicht auch erstmal ein Baumeister. Machen wir ja gerade eh nicht. Bauen ja gerade nicht. Natürlich, wenn die ganzen Fischer jetzt auch weggestorben sind. Oh, natürlich, so wird das alles nicht. Das ist so Kettenreaktion. Ach, Kacke. Ein Kräutersammler, vielleicht noch eins runter. Fischer, noch ein Jäger. Das ist jetzt eher ungünstig. Ich weiß auch noch nicht genau, wie wir das jetzt regeln sollen, wie wir hier ein Meer bereitstellen. Eine Vielzahl von Nahrungsmitteln sammeln, zusammen mit Kräutern, hält deine Siedler gesund und verringert das Risiko des Ausbruchs von Krankheiten. Das ergibt auch alles Sinn, aber wenn ich keine Siedler habe, kann ich halt auch keine Nahrung kriegen und dann verhungern sie mir alle und dann habe ich noch weniger Siedler und krieg noch weniger Nahrung. Ich überlege gerade, wo wir vielleicht sonst noch. Ich habe 1, 2, 3, 4 Felder. Dann nehmen wir halt noch einen Bauern weg, das pro Dings einer ist. Und dann wäre es vielleicht die noch ein dritter Schneider nicht schlecht. Wasserträger sind halt auch ziemlich wenige jetzt, ne? Holz eingelagert, ja. Ich habe halt auch keine Leute zum Holz einlagern, das tut mir leid. Jetzt habe ich nur 4 Wasserträger, ist noch einer. Ja. Schön. Ich habe keine Ahnung, wie wir das überstehen sollen. Beim besten Willen nicht. Ich weiß es echt nicht. Aber das kriegen wir hin. Ich glaube an uns. Ich glaube irgendwie an uns. Wir müssen sie jetzt erstmal wieder vermehren und dann können wir wieder mehr Fischer und so. Ja, Kinder steigen schon mal an. Das ist ein ganz gutes Zeichen. Okay, mit dieser Nahrungsknappheit würde ich jetzt erstmal mich verabschieden für diese Folge. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Ich möchte nämlich ungern jetzt mitten am Anfang ist auch eine Aussage, direkt am Anfang hier eine neue Welt starten wollen. Das wäre echt blöd, aber wir testen das aus. Wenn es überhaupt nicht mehr geht, dann müssen wir halt eben ein neues Spiel starten. Aber ich denke, damit würdet ihr auch noch klarkommen. Das schaffen wir schon. Gut, ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Ich verlinke euch hier irgendwo die Playlist, falls ihr noch weitere Videos schauen wollt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen.
Lasst gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal.